Wer erinnert sich noch, als wir Weltmeister wurden und dann im Halbfinale an das 7:0, ja, gegen Brasilien? Und ich habe auch mal so auf YouTube Videos gesehen von so deutschen Fans, wie die da so halb angetrunken, freudetaumend nach dem 6:0 schon, ich glaub's nicht und so. Und die waren total voller Freude. Und beim Fußballspiel ist es total normal, dass Leute aufstehen, klatschen, so ein bisschen ausrasten. Und ich wollte es einfach sagen, es gibt ein paar Leute, die sind heute neu da, während den Liedern. Wir haben, da hinten steht's, wir haben einfach Freiheit hier, ja. Wenn du da sitzt und beim Lied einfach mit dem Fuß wippst und sagst, ah, ich genieße das mal, dann ist es total gut. Wenn jemand anderes die Hände hebt und aufsteht, dann ist es auch gut. Wir haben einfach Freiheit. Ich denke, da wird jetzt keiner rumlallen und johlen, wie beim 7:0. Aber wir haben einfach Freiheit hier. Und ich wollte es einfach mal sagen, dass du dich da frei fühlen darfst, stehen, aufzustehen oder auch sitzen zu bleiben. Ich habe sie wieder dabei. Die Handbremse, wie Sascha beim letzten Mal, funktioniert auch. Und ich habe euch eine Geschichte mitgebracht, die einfach ein bisschen witzig ist zum Thema Handbremse. Und zwar vor vielen Jahren war ich bei einem mittelständischen Unternehmen, hatte aber ein Vorstellungsgespräch bei einer anderen Firma, ganz früh am Morgen. Das lief auch gut. Die haben mir gesagt, Herr Steffel, Sie haben jetzt den Job. Und es wurde aber echt knapp auf der Uhr, dass ich rechtzeitig zu meinem Noch-Arbeitgeber komme. Und mir war es wirklich wichtig, dass ich dort jetzt nicht gehe, so nach dem Motto, ah ja, der Steffel, jetzt hat er einen neuen Job, jetzt kommt er gleich mal zu spät. Also habe ich mich ins Auto gesetzt und ich hatte wenig Fahrpraxis, das war vor vielen, vielen Jahren. Und ich bin gefahren, ich habe auf die Uhr geguckt, um 9 Uhr musste ich dort sein, ich habe schon geschwitzt. Und dann kam ich bis nach Ettlingen und da gab es so eine Ampel am Berg. Und neben mir war ein langer, langer, langer Laster. Und ich bin so aufgeregt da drin, Schweißhände. Und dann passiert Folgendes, der Laster, der war auf der Rechtsabbiegerspur, der fährt los. Und ihr wisst ja, dann zieht er so an dir vorbei. Und ich habe gedacht, ich roll rückwärts. Ja? Und dann ziehe ich die Handbremse an. Der Laster rollt immer noch an mir vorbei. Ich denke, ich fahre immer noch rückwärts. Ich ziehe das Ding so hart an, wie ich nur kann. Und ich drücke aufs Gas. Und es fängt schon an zu riechen in dem Auto. Nach Schweiß und nach Qualm. Und bis ich dann merke, okay Jan, es ist der Laster, der fährt. Du stehst. Und hey, hat alles geklappt. Ich kam Punktlandung um 9. Alles gut, war alles gut. Thema heute in der Reihe. Reise mit gelöster Handbremse. Thema heute, die Handbremse Bitterkeit. Und ich möchte mal kurz was sagen zu dem Gedanken Reise mit gelöster Handbremse. Ich glaube, dass wir in diesem Leben viele Herausforderungen, viele Challenges haben. Aber Jesus sagt, dass wir eine innere Ruhe, eine innere Leichtigkeit haben können, wenn wir mit ihm gemeinsam unterwegs sind. Er sagt den Leuten, und das ist festgehalten im Matthäus-Evangelium, er sagt, unterstellt euch mir und lernt von mir, denn ich bin freundlich und von Herzen demütig. Also Saschas Thema von vor 14 Tagen, von Herzen demütig. Dann kommt Ruhe in euer Leben, dann kommt Ruhe in euer Leben, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Also mit guter Reise, mit Reise mit gelöster Handbremse meine ich einmal, dass wir eine Leichtigkeit haben, trotz der Probleme. Aber ich bin auch voll überzeugt, dass damit gemeint ist, dass dein Leben ungehindert ist. Ich glaube, Gott will durch jeden von uns wirken. Er will frei fließen. Er will, dass am Ende, Jesus nennt es, am Ende von dem Leben einfach Frucht da ist. Dass gute Frucht da ist für dich, für andere Menschen. Er will frei fließen. Und ich habe Leute gesehen, die sind hochbegabt. Gott hat gute Pläne, aber diese Handbremse ist angezogen in ihrem Leben wegen einer Verletzung, die sie erlebt haben. Da ist eine Bitterkeit im Herzen. Und der Wagen, der stottert so richtig und dieser freie Fluss ist nicht da und diese Frucht ist nicht in der Fülle da, wie sie da sein sollte. Und auch
Die Leichtigkeit ist nicht da, weil da was irgendwo drin steckt, was hindert. Und deswegen wollte ich darüber sprechen und ich hatte wirklich diese Idee mit der Handbremse im Gebet, da hatte ich wirklich so diesen Eindruck, irgendwas stottert da noch. Und deswegen heute das Thema und ich versuche es von verschiedenen Winkeln aus, so gut ich kann, aber wir brauchen, und Nina hat es einfach am Anfang richtig gebetet, wir brauchen Gott dazu, wir brauchen den Heiligen Geist, dass er uns Sachen aufzeigt. Gut, ich fange an mit einem Modell, was ich für euch erarbeitet habe in der Vorbereitung. Ich nenne das das Modell der Verletzungslinie. Es ist hochwissenschaftlich, aber ihr wisst ja immer, unten ist immer die T-Linie, die Zeitlinie. Die kommt auch gleich. Könnt ihr mir mal einmal klicken da drauf. Ich guck mal. Könnt ihr für mich einmal weiterklicken? Vielleicht synkt das sich dann wieder. Doch, Zeit. Hey, cool, danke. Genau, wir haben einmal Zeit und dann haben wir den Belastungsgrad, ich sag mal die Belastung in der Beziehung. Ja? Und wenn die ich veranschauliche das einmal, wenn die Beziehung gut ist, dann habt ihr noch Batterien für mich? Vielleicht sind die Batterien da. Also, wir probieren es jetzt. Wenn ich weiter Probleme habe, dann machen wir so ein Geheimzeichen. Wenn ich hier ins Ohr lang, dann klickt ihr eins weiter. Okay, also wenn die Belastung ganz niedrig ist in der Beziehung, dann sagen wir, hey, ist voll nice, ist voll gut, die Beziehung. Wenn es dann so ein bisschen mehr wird, dann sagen wir, okay, so lala. Ja, wir switchen dann von Englisch nice auf Französisch, so lala. Und dann gibt es einen wissenschaftlichen Begriff, wenn es dann halt gar nicht mehr ganz so gut geht, dann sagen wir, okay, was geht ab hier? Und dann irgendwann erreichen wir einen Punkt, und den nenne ich die Verletzungslinie, wo in der Beziehung wir an eine Stelle kommen, wo uns jemand wirklich verletzt. Und ich habe mir gedacht, ich teile mal die Menschheit auf diesem Globus in zwei Gruppen ein. Da gibt es einmal die Gruppe der Leute, die direkt sind und die Sachen ansprechen. Und dann gibt es die Gruppe der Leute, die sehr harmonisch sind. Und das eine ist nicht besser als das andere. Wir brauchen manchmal Direktheit in Liebe. Und wir brauchen auch manchmal Harmonie und was Sanftes. Und das ist jetzt mal die Linie von den Leuten, die direkt sind. Die gehen mal mehr über die Verletzungslinie drüber. Aber auch die Leute, die so harmonisch sind, auch die gehen mal bang über deine Verletzungslinie drüber. Und dann ist der Belastungsgrad so hoch, dass du sagst, wow, ich wurde jetzt hier verletzt. Und ich würde sagen, ich gehöre vielleicht so tendenziell ein bisschen mehr auf die Seite von den Harmonischen, auch wenn ich versuche, das mit dem Direkten zu lernen. Aber die Aussage ist die, selbst bei mir, du musst nur lang genug mit mir unterwegs sein. Nur lang genug mit mir unterwegs sein, irgendwann tue ich was, was dich verletzt. Und auch in der Gemeinde, also wir als Christen hier, die wir Jesus kennen, die wir die Botschaft der Liebe haben, ist nur eine Frage der Zeit, bis jemand verletzt wird. Selbst unter uns. Irgendwann kreuzt jemand, überschreitet jemand deine Verletzungslinie. Und was machst du dann? Und vielleicht hast du das schon erlebt und du sagst, ah gut, wo gehobelt wird, da fallen Späne, kein Problem. Schwamm drüber. Vielleicht sagst du auch, aber auch, wow, ich wurde jetzt hier richtig verletzt und ich glaube, das war mit Absicht, das war willentlich. Und überhaupt die Person, die mich da verletzt hat, die macht es öfters. Das ist so ihr Stil, so Elefant im Porzellanladen oder was auch immer. Oder du sagst sogar, Mensch, ich wurde so tief verletzt, diese Person hat mir ein Stück von meinem Leben geraubt. Das kann ich nie wieder zurückkriegen. Ich fühle mich bestohlen. Ich habe alles Recht in der Welt, jetzt bitter zu sein. Ich habe alles Recht in der Welt, das jetzt nachzutragen.
Oder du sagst auch, hey, ich würde gern vergeben, aber wenn ich die Person sehe, dann habe ich diese Bitterkeit. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis dich jemand verletzt und wie gehst du damit um? Und ich möchte mal kurz Abstand nehmen von diesem Stuhl, von dieser Handbremse und ich möchte etwas erzählen aus diesem Buch, das ist die Bibel. Eine Botschaft, die ist wie mein Betriebssystem, habe ich mir gedacht bei der Vorbereitung. Ihr wisst ja, jeder Rechner, jeder PC, jedes MacBook hat ein Betriebssystem und beim PC ist es Windows und auf diesem Betriebssystem laufen alle Programme und die Botschaft aus diesem Buch ist mein Betriebssystem und auf dem laufen alle Programme. Und dieses Buch sagt, dass es einen Gott gibt, der gut ist, der diese ganze Welt gut geschaffen hat, der uns in Freiheit geschaffen hat, aber dass der Mensch irgendwann gesagt hat, hey Gott, nee, ich möchte gar nicht mit dir leben, ich möchte es nicht. Und der Mensch hat Abstand genommen von Gott, manchmal indem er gesagt, wirklich bewusst gesagt hat, nein Gott, nein danke, ich will nicht. Manchmal dadurch, dass er gesagt hat, Gott, du interessierst mich eigentlich gar nicht. Mach du dein Ding, ich mach dein Ding, ich bin raus aus der Nummer, ich lebe mein Leben. Aber Gott hat nicht gesagt, hey, jetzt ist Schluss, okay, du machst dein Ding, ich mach dein Ding, sondern Gott kommt immer wieder und wirbt um einen. Kommt immer wieder und klopft an die Tür, manchmal leise, manchmal laut, immer wieder. Und dann steht in diesem Buch, dass nachdem er durch viele gesprochen hatte, dass er seinen eigenen Sohn gesandt hat auf diese Erde, weil Gott hat gemerkt, die Menschen, die übertreten dauernd meine Verletzungslinie, aber ich gebe sie nicht auf und ich schicke meinen Sohn und mein Sohn stirbt am Kreuz für Menschen, die sagen, Gott, ich will dich eigentlich gar nicht. Aber Jesus stirbt trotzdem, bietet diese Liebe an trotzdem. Und wer eine Bibel dabei hat, der kann mal zu Römer 5 gehen. Römer Kapitel 5, das ist ein Brief, geschrieben an die Christen in Rom. Und herzlichen Dank an euch, an der Technik. Ihr habt das Ding wieder zum Fliegen bekommen. Ich weiß nicht, welchen Hack ihr angewendet habt, aber sehr schön. Also nice. Römerbrief Kapitel 5. Und nachher kommt der Vers 5, ja, 5, kann man sich einfach merken. Nachher kommt der Vers 5, aber ich lese erstmal die nachfolgenden Verse ab 6. Da steht Folgendes. Diese Liebe, also Gottes Liebe, die Liebe, die in Vers 5 dann stehen wird, diese Liebe zeigt sich darin, dass Christus sein Leben für uns hingegeben hat, zur rechten Zeit, als wir noch in der Gewalt der Sünde waren, und er ist für uns gottlose Menschen gestorben. Also die Bibel sagt, wir Menschen waren in einem Zustand ohne Gott, ohne Gott. Entweder mit der Hand so, hier, talk to the hand, Gott, kein Bock auf dich, oder in der Gleichgültigkeit, ist mir egal. Und wir haben diese Verletzungslinie dauernd übertreten gegenüber Gott. Nun wird sich kaum jemand finden, der für einen Gerechten stirbt. Allenfalls opfert sich jemand für einen Wohltäter. Also hier heißt, Jesus stirbt für uns in diesem Zustand, wo wir ohne Gott sind, wo wir einfach weg sind von Gott, wo wir Dinge tun, die Gott total verletzen. Und er stirbt für uns in dem Moment und nicht in dem Moment, wo Gott sagt, oh, jetzt waren sie aber gut, jetzt verdienen sie, dass sie bei mir sind. Und wie sehr Gott uns liebt, beweist er uns damit, dass Christus für uns starb, als wir noch die Verletzungslinie übertreten haben. Wie sehr Gott uns liebt, beweist er uns damit, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Jetzt kommt der Vers 5, also wir springen zurück, du kannst zurückscrollen in deiner Bibel. Und in dieser Hoffnung werden wir nicht enttäuscht, denn Gott hat uns mit dem Heiligen Geist, den er uns geschenkt hat, auch seine Liebe in unsere Herzen ausgegossen. Und in dieser Hoffnung werden wir nicht enttäuscht, denn Gott hat uns mit dem Heiligen Geist, den er uns geschenkt hat, auch seine Liebe in unsere Herzen ausgegossen. Was ich an der Stelle so krass finde, ist, dass diese Liebe, die Jesus am Kreuz hatte, diese Liebe, die Gott hat, die ist in mir drin. Die ist Teil von meinem Betriebssystem.
Die ganze Story von Jesus ist Teil von meinem Betriebssystem. Aber ich sage mal so, ein Code da drin in dem Betriebssystem ist, dass seine Liebe, die existiert in mir. Wenn ich Kind Gottes bin, dann existiert die in mir. Und geht man noch zum Johannesevangelium, zum ersten Kapitel, da lege ich nochmal eine Kohle nach, eine Sache nach, die ich total spannend finde, zu diesem Gedanken, seine Liebe ist in mir. Geht mal gemütlich dahin. Während ihr dahin geht, zeige ich euch nochmal das, was wir jede Woche hier lesen, wie diese Liebe Gottes ist. Und da gibt es ja diese eine Stelle, die Liebe Gottes oder die Liebe lässt sich nicht erbittern und sie trägt das Böse nicht nach. Ich habe diese Liebe von Jesus in mir, ist Teil von meinem Betriebssystem. Diese Liebe lässt sich nicht erbittern und sie trägt das Böse nicht nach, sie rechnet es nicht an und das ist in mir. Ihr seid sicher schon im ersten Kapitel vom Johannesevangelium. Hier nochmal, seine Liebe ist ausgegossen in unsere Herzen. Ab Vers 4. Ich liebe das Johannesevangelium, weil am Anfang wird einfach Jesus beschrieben. Und von Jesus wird gesagt, in Jesus war das Leben und dieses Leben war das Licht für die Menschen. Jesus lief auf der Erde, wie er die Menschen behandelt hat, die ausgestoßen waren, die so stolz waren. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und dann in Vers 12 kommt so ein Hammer für mich. Weil vorher steht, dass Leute ihn abgewiesen haben. Aber er sagt, die, die ihn aufnahmen, die an ihn glauben, denen gab er das Recht oder auch die Macht, Kinder Gottes zu werden. Wenn ich ihn aufnehme, dann werde ich ein Kind Gottes. Und dann steht in Kapitel 13, das werden sie nicht durch natürliche Geburt oder menschliches Wollen oder Machen, sondern weil Gott ihnen neues Leben gibt, sie sind von Gott geboren. Da steht drin, sie sind von Gott geboren. Das hat mich diese Woche auch nochmal getroffen, deswegen nehme ich es gern rein, wo ich gedacht habe, wow, ich bin aus Gott geboren, ich bin von Gott geboren. Andere Stellen sagen, Gott schafft was Neues in dir, wenn du sagst, Jesus, ich glaube, dass du für mich gestorben bist, ich will dein Kind sein, dann überschreibt er dein Betriebssystem innen drin. Gießt in dem Moment auch seine Liebe in dein Herz aus und diese Liebe lässt sich nicht erbittern, die du in dir trägst und diese Liebe rechnet das Böse nicht an. Die zweite Aussage, die ich eben mache heute ist, wir haben Jesus. Wir haben Jesus einmal als Vorbild, der uns geliebt hat, der für uns gestorben ist, der durch die Dornen, bildlich gesprochen, durch uns gelaufen ist, als wir noch überhaupt nicht liebenswert waren. Als wir nichts getan haben, was seine Liebe verdient, hat er das alles freiwillig getan. Er hätte im Himmel sein können, chillen können, ihm ging es gut, er ist Gott, in sich ist es rund. Aber er hat gesagt, ich tue das für Leute, die nicht liebenswert sind, die es nicht verdient haben. Und wir haben Jesus als Vorbild, wir haben seine Liebe in uns, die Liebe ist ausgegossen durch den Heiligen Geist in unseren Herzen. Die Liebe lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht an, wir haben Jesus in uns und wir können das weitergeben, wir können das weitergeben. Ich fasse mal an der Stelle zusammen. Erstens, es ist nur eine Frage der Zeit, bis dich jemand verletzt, bis jemand diese Verletzungslinie überschreitet in deinem Leben. Und es passiert auch in Gemeinden. Aber wir haben diesen großen Unterschied, wir haben Jesus. Und jetzt als dritten und letzten Punkt möchte ich dir deine Möglichkeiten aufzeigen. Und ich habe mal ein paar Bilder gemalt. Und du kannst natürlich sagen, hey, ich dulde diese Bitterkeit in meinem Herzen. Ich denke, ich habe das Recht dazu, ich dulde die. Was passiert dann? Erstes Bild. Wenn du diese Bitterkeit in deinem Herzen duldest, dann sagst du auch damit Ja zu einem verhärteten Leben. Weil du denkst eigentlich so, diese andere Person, die mir so viel angetan hat, die mich beraubt hat in meinem Leben, die sperre ich jetzt innerlich in einen Käfig. Und ich mache den Käfig zu und ich schmeiße den Schlüssel ins Klo. Ja? Das Ding ist zu.
aber du bist der zweite Vogel in diesem Käfig und du sitzt da mit drin in diesem Käfig. Es gibt Menschen, die haben eine Verbitterung gegenüber ihrem Vater oder ihrer Mutter. Und der Vater ist vielleicht schon längst gestorben, aber diese Bitterkeit ist da und du sitzt als dieser Vogel immer noch in deinem eigenen Käfig, weil du die andere Person, obwohl sie schon gestorben ist, nicht loslassen kannst. Welche Möglichkeiten hast du? Du kannst diese Bitterkeit festhalten, du kannst diese Handbremse anziehen, aber ich sage dir, wenn du Bitterkeit in deinem Leben duldest, dann ziehst du die Handbremse deines Lebenswagens an. Ja? Und dann stottert es. Wenn du Bitterkeit in deinem Leben duldest, was passiert dann? Dann willst du andere strafen. Und es geht dadurch, dass du vielleicht Streit suchst, oder Streit ist nicht schlecht, ich meine so richtig aggressiv, ja. Man muss sich ja mal aussprechen. Oder du setzt immer so kleine Spitzen. Ich stelle mich mal da hoch, weil ich denke, das ist so ein gutes Thema, Spitzen, ja. Du setzt so kleine Spitzen immer. Und du freust dich vielleicht, weil du das so gut kannst. Aber ich sage dir eine Sache, kleine Spitzen sind eine Sabotage der Beziehung. Wenn du die immer wieder so setzt, dann sabotierst du die Beziehung. Was anderes, wenn du andere strafst, damit kann ich mich mehr identifizieren, ist nicht, dass du die Konfrontation in Aggression suchst, sondern dass du einfach sagst, ja, dann schweige ich einfach. Ich strafe dich mit meinem Schweigen. Ich rede nicht mit dir oder ich helfe dir nicht. Ich drehe jetzt mal meinen Rücken zu. Ich breche die Kommunikation ab. Und Gott war nie im Business des Abbrechens von Kommunikation. Er hat immer wieder geworben, immer wieder gesprochen. Und Jesus, ich habe es am Anfang angedeutet, der war auch manchmal sehr klar und deutlich. Und ich finde es auch wichtig, dass wir Sachen ansprechen. Straf andere nicht dadurch, dass du sagst, dann rede ich halt nicht mehr mit ihm. Wenn du das machst, dann bist du auf der falschen Seite. Wenn du Bitterkeit in deinem Herzen duldest, dann ziehst du die Handbremse auch von anderen Lebenswagen an und dann stottern die Lebenswagen. Oder dann stottert die Gemeinde, wenn du sagst, dann helfe ich halt nimmer. So, selber schuld. Und jetzt kommt ein Punkt, alle, die zum ersten Mal hier sind, ihr könnt Folgendes machen. Ihr könnt euch jetzt bei dem Punkt total relaxed chillen, so richtig locker. Hört es euch einfach an. Alle, die schon lange dabei sind, die sagen, hey, ich bin Christ, das könnte ich jetzt unterschreiben. Ich möchte, dass ihr einfach mal so ein bisschen vorrutscht, ja, auf eurem Stuhl. Weil ich glaube, das ist echt, das ist eine Sache, die hat mir wirklich, wirklich, wirklich geholfen. Und die ist ein bisschen straight, ein bisschen direkt, aber ich schmeiße raus. Und zwar, wenn du Bitterkeit duldest, dann kämpfst du den falschen Kampf. Ich finde, die Zunge ist echt gut geworden. Weil so, ja. Du denkst, wenn ich jetzt Bitterkeit auch in der Gemeinde gegenüber einer anderen Person oder außerhalb der Gemeinde dulde, dann sage ich, jetzt wische ich ihm eine aus. Ja? Ich wische ihm eine aus. Ja? Jetzt soll er mal sehen, was er davon hat, wenn er sich mit mir anlegt. Ja? Who's King? Ja? Und so. Und du denkst, du schlägst den anderen. Aber es ist der falsche Kampf, den du kämpfst. Ich habe das im Ausland, in Kolumbien gelernt, es wurde mir so klar und es hat mir so arg geholfen, was ich euch jetzt gleich zeige, für meinen Lebenswagen. Es hat meine Reise wirklich gelöst und einfacher gemacht im Kontext von christlichen Gemeinden. Epheserbrief 6,12, du kannst da gerne hingehen, das dir mit einem großen, fetten, gelben Marker anstreichen. Da steht, denn unser Kampf ist nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Jesus sagt ganz klar, hey, es gibt mehr, als wir sehen können. Es gibt Mächte, es gibt gute Mächte und es gibt böse Mächte. Und wenn ich denke, mein Kampf ist gegen den Menschen vor mir und dem wische ich jetzt eine aus, ich kämpfe den falschen Kampf. Und ich sage mir immer in der Familie, mein Kampf ist nicht gegen die Menschen. Mein Kampf ist immer für die Menschen. Oder ich sage mir im Beruf, mein Kampf ist nicht gegen die Menschen, mein Kampf ist immer für die Menschen.
Und natürlich gehört es dazu, dass ich auch eine Sache mal anspreche. Ja? Also ich habe so ein kleines Team und ich habe ihnen auch gesagt, hey, meine Erwartungshaltung bis Ende von Quartal 2 ist genau das und ich werde es ansprechen. Das kann man ja in Liebe machen, das ist auch wichtig, wenn du jemanden liebst, dann sprichst du Sachen an, aber nicht aus einer Bitterkeit, jetzt mache ich hier mal eine Abrechnung, jetzt lasse ich es mal raus. Oder in der Gemeinde, mein Kampf ist nie gegen Menschen, ich kämpfe nie gegen Menschen, ich kämpfe immer für Menschen. Wenn du Bitterkeit in deinem Herzen duldest, dann ziehst du die Handbremse an, auch für Gottes Wirken und für seine Frucht durch dich. Deine Möglichkeiten. Jetzt gibt es natürlich noch eine andere Möglichkeit, einfach loszulassen. Einfach zu sagen, so wie Jesus mir vergeben hat, mich freigelassen hat, so lasse ich den anderen frei. Lass den anderen frei und lass Gottes Licht scheinen. Und ich möchte euch, da kommt noch eine Slide. Und wenn du dich nicht erbittern lässt und das Böse nicht nachträgst, dann löst du deine Handbremse und Römer 5,5, da steht da, die Liebe Gottes ist ausgegossen, du kannst es. Gott gibt dir alles, was du brauchst, wenn du sein Kind bist, das zu lösen. Die Liebe Gottes ist in dir. Wenn du dich nicht erbittern lässt und das Böse nicht nachträgst, dann löst du deine Handbremse und du kannst es auch. Du kannst es auch. Die Liebe Gottes ist in dir dafür. Ich habe ein paar Leuten versprochen, ich erzähle was aus meinem Leben mit Bitterkeit. Jetzt muss ich delivern, jetzt muss ich abliefern. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen. Robert, ich gehe jetzt doch runter. Der Kameramann, der hat es immer schwer mit mir, weil ich da mich relativ viel bewege. Ich erzähle euch eine Geschichte von zwei Jungs oder von zwei jungen Männern. Und der eine, der wurde geboren in Linkenheim-Hochstetten, nein, nicht hier, aber in Karlsruhe, und ist hier aufgewachsen, zur Schule gegangen, weiterführende Schule, und dann ging es los, dann hat ein heftiges Mobbing angefangen. Ja, die Klassenkameraden, da haben sich Hierarchien gebildet und er ist immer weiter nach unten gewandert in die soziale Bodenschicht. Ja. Die oben waren, haben ihre Witze gemacht über ihn, haben ihn runtergedrückt. Die in der Mitte waren, die wollten natürlich oben sein und haben getreten und gestrampelt und haben die unten waren, schön weiter unten gehalten. So eine richtige Assi-Klasse, ja, in der er war. Ein Beispiel war, die waren abends unterwegs, er war auch dabei. Die haben so Faxe-Bier getrunken, kennt das jemand? Auf jeden Fall aus einer Dose. Und der eine hat dann die Dose leer gehabt, geht hinter den Busch, strullert rein und sie geben es ihm zu trinken. Ja? Und solche Sachen sind geschehen. In die Klasse, in der dieser Junge war, kam ein neuer Junge aus dem Schwarzwald. Ein ganz netter Kerl, aber mit einem furchtbaren Kleidungsstil. er hatte ein gelbes T-Shirt, eine senfgelbe Hose und dann noch Sandalen in der Zeit, wo Nike Air total in war. Also ging es in der Klasse genauso los. Die Leute haben auch den neuen Jungen untergebuttert. Ja. War auch körperlich. Dieser Junge hat an Jesus geglaubt und hat gesagt, nee, linke Backe, rechte Backe, hat es irgendwie ergehen lassen über sich. Und der andere Freund, der andere Kerl war der beste Kerl überhaupt, der hat dann gesagt, in der ersten Pause war er der Einzige, der auf den Neuen zuging, mit ihm geredet hat, hat sich Zeit für ihn genommen. Die beiden wurden richtig enge Freunde. Der hiesige, der Alteingesessene, hat dann auch den neuen senfgelben Kerl mitgenommen zum CVM in die Jugendgruppe, in die Schatzjäger- oder damals Jungscharbeit. Und das hat eigentlich den senfgelben Typ am Leben gehalten, so diese Sache. Und so sind die beiden, haben die ihre Jugend erlebt.
Und später haben sich die Wege getrennt von den beiden. Und ich habe diesen Freund irgendwann getroffen, 10 Jahre später. Also wir hatten immer Kontakt, aber einmal waren wir auch gemeinsam im Urlaub. Er hatte gerade geheiratet und zufällig saßen Helen und ich und er im gleichen Flieger. Und seine Frau, er flog nach Spanien zur Hochzeit. Wir fliegen nach Spanien, weil wir immer nach Spanien fliegen. Und da saß ich mit ihm abends dort, haben Bier getrunken, kein Faxe-Bier, und haben geredet. Und es war 10 Jahre später. Und er hat mich gefragt, Jan, wie geht's dir mit der Zeit? Und in der Zeit der Schule, denkst du dann auch manchmal dran zurück? Und ich, in dem Moment, wir haben lange geredet, oder so mittellange, habe ich gemerkt, wow, es sind 10 Jahre vergangen und er hat immer noch dieses Gefühl, ihm wurde was gestohlen, was geklaut durch diese Idioten damals, ja? Durch diese Drecksäcke. Und er konnte das nicht loslassen, 10 Jahre später. Und ich habe gemerkt, ein Jahrzehnt ist vergangen und er ist immer noch so angespannt, wenn es um das Thema geht. Und er denkt, seine Jugend, Teile, was man so als Jugendlicher erleben darf, die sind ihm geklaut worden. Und er hat mich gefragt, Jan, wie geht's dir damit? Und ich sage, bei mir ist alles gut. In den Worten von heute würde ich sagen, ich habe eine gute, lockere, leichte Fahrt. Weil ich habe irgendwann gemerkt, auch nach der Schule, wow, Gott liebt mich, obwohl ich es nicht verdient habe. Gott überschüttet mich mit seiner Liebe. Gott sagt, Jan, du kannst zu mir kommen als mein Kind. Ich vergib dir alles. Und ihr denkt vielleicht, ja, so viele schlimme Sachen habe ich nicht gemacht. Aber ich sage Folgendes, je näher du an einen heiligen Gott heranrückst, desto mehr merkst du, wow, das sind Sachen nicht in Ordnung. Wow, wie könnte ich bestehen vor ihm? Aber dieser Gott sagt, Jan, komm in meine Arme, ich liebe dich. Ich habe dich einfach gern. Und ich habe das erlebt, dass Gott mich so beschenkt und so gut meint mit mir, dass ich dann auch gesagt habe, hey, warum soll ich anderen nicht vergeben? Wenn mir diese große Last genommen ist, wenn mir vergeben ist, warum soll ich anderen nicht vergeben? Und ich habe mir immer vorgestellt, wenn ich eines Tages dann vor Gott bin und Gott fragt mich, Jan, hier, ich stelle diese 5 Leute, die dich fertig gemacht haben, ich stelle die hier an die Wand, was soll mit ihnen geschehen? Dann würde ich sagen, ich hab keine Rechnung offen. Ich habe keine Rechnung offen. Da ist nichts, was ich vorbringe. Ist alles gut. Da ist keine Bitterkeit in mir. Ist alles gut. Und Gott ist schon ein gerechter Gott. Und wenn du denkst, du wurdest verletzt, Gott hat die ganze Ewigkeit, um Sachen korrekt zu ziehen. Aber ich würde zu Gott sagen, da ist nichts, alles gut. Und ich habe, seitdem ich das gemacht habe, ich habe echt eine gelöste Reise gehabt. Das ist keine Bitterkeit, wenn ich die heute sehe oder sehen würde, das ist keine Bitterkeit. Es ist alles gut, mir ist vergeben. Die Band kann mal vorkommen. Und ich habe damals losgelassen, ich weiß nicht, vielleicht schon mit 18, mit 19, mit 20, habe einfach den Vogel rausgelassen, habe meine Handbremse gelöst, ich konnte das, habe die anderen freigelassen, habe mich selber freigelassen, habe auch gedacht, wow, ich lass Gottes Licht scheinen, es scheint auf mich, warum kann ich es nicht auf andere scheinen lassen? Und Gott war so gut zu mir, ihr wisst es. Ich konnte nicht damals sagen, wow, ich erzähle noch eine Sache. Ich war damals so angeknackst mit meinem Selbstbewusstsein, dass es mir auch schwer war, mit Mädchen zu reden. Ja? Manchmal nicht immer. Manchmal war es sogar so, da kam ein hübsches Mädchen vielleicht aus meiner Klasse, aus meiner Schule auf mich zu und ich habe extra die Straße gewechselt, früh genug, ja? Weil ich mir so unsicher war. Aber Gott hat mich total geheilt, gefixt und Gott hat es gemacht, dass ich eine tolle Frau bekommen habe, was das Herz angeht und was das Äußere angeht,
Und das Gute ist, wenn du eine tolle Frau, die auch super aussieht, heiratest, dann ist die Chance groß, dass du auch hübsche Töchter kriegst. Und ich bin jetzt so von Weiblichkeit um mich herum gesegnet. Neben dem, dass ich in mir drin diese Leichtigkeit habe, war Gott einfach gut und hat mich einfach so zurückbeschenkt. Nach dem Motto, Jan, vielleicht wurde dir Unrecht angetan, egal, ich stell dir mal einen Blankoscheck aus und ich möchte dich ermutigen, wenn dir Ungerechtigkeit angetan wurde, lass es los und lass Gott machen. Ja? Let go and let God. Let go and let God. Lass Gott machen, lass den anderen frei, lass Gott machen. Gott hat Möglichkeiten, dich zu segnen. Und jetzt stehst du da, kannst auch ruhig die Augen schließen oder offen lassen, in Freiheit. Und du sagst vielleicht, hey, der Jan erzählt da was von Kind Gottes werden, dass Gott erstmal mir verzeiht, dass Gott mich annimmt. Ich möchte dich ermutigen, wenn du einen Schritt auf Gott zutun willst, so wie du kannst, dass du es jetzt in der Zeit machst, wo wir Lieder singen, dass du einfach Zeit für dich zu sagen, Gott, ich kenne deine Liebe, so wie der das da vorne erzählt, der früher mal senfgelbe Sachen anhatte. Ich kenne die gar nicht. Dann mach doch einen Schritt auf Gott zu. Gott liebt dich. Gott liebt dich so sehr, dass er seinen Sohn für dich geopfert hat, dass du sein Kind werden kannst, dass all dein Müll, deine Schuld vergeben werden kann. Er wartet immer auf dich mit offenen Armen. Er ist immer da. Oder du bist hier und sagst, hey, ich bin Gottes Kind. Aber ich spüre, da ist noch Bitterkeit bei mir. Da hat mir jemand was Unrechtes getan. Da hat jemand mir ein Stück Leben und ein Stück Herz rausgerissen. Dann werd doch jetzt frei. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in dein Herz durch den Heiligen Geist. Das ist schon Teil deines Betriebssystems. Das ist schon in dir. Du kannst loslassen. Du kannst das Böse, was dir getan wurde, durchstreichen. Du kannst es. Es ist da. Du musst nur auf diesen Schalter drücken. So wie der Strom im Haus. Der Strom ist immer da. Die Liebe Gottes ist immer in dir. Aber du kannst auf den Schalter drücken. Und vielleicht sagst du, oh, ich kann das jetzt nicht vergeben, weil wenn ich vergebe, dann die Gefühle sind immer noch da. Oder die Gedanken kommen immer. Wenn ich die Person sehe, dann kommen die Gefühle hoch, dann kommen die Gedanken hoch. Dann will ich dir was sagen zum Thema Glaube. Es geht nicht darum, was du fühlst, sondern was du glaubst in dem Punkt. Dass du sagst, ich habe vergeben. Dass du jetzt zu Gott gehst und sagst, ich vergebe jetzt dieser Person. Und es kann auch sein in der Gemeinde. Ich vergebe jetzt, wie ich behandelt wurde. Ich vergebe das. Und wenn später Gefühle auftauchen in deinem Inneren, dann sagst du, hey, liebe Gefühle, mal langsam. Ich habe vergeben. Die Entscheidung ist da und ich glaube es. Ich habe vergeben. Egal welche Gefühle hochkommen. Und die Gefühle können auch für eine ganze Weile da sein, aber irgendwann werden sie verschwinden, weil es sind nur Gefühle. Es ist nicht dein Glaube, es ist nicht deine Entscheidung. Oder wenn ein Gedanke kommt, der Bitterkeit, dann wehrst du den ab. Dann sagst du, nee, du nistest jetzt nicht ein bei mir. Such dir ein anderes Nest. Und im nächsten Lied, da singen wir, ich gebe dir mein Herz. Im Englischen heißt es Surrender, also Kapitulation. Das könnt ihr super reinpacken in das Lied, dass ihr sagt, hey, ich lege alles vor dich hin. Wo ich denke, ich habe das Recht, bitter zu sein. Ich lege das jetzt ab. Jesus, du hattest das Recht, bitter zu sein. Aber du hast das Gegenteil gemacht, du bist auf uns zugekommen. In Wahrheit und in Liebe. Und lass mich noch beten. Jesus, ich heb dich hoch. Hab mich gefreut über das 7:0, aber ich freue mich noch mehr über dich. Ich heb dich hoch, weil du bist der Anfang der Liebe. Du hast den ersten Schritt gemacht, wo ich null Bock hatte auf den Schritt. Du hast den Schritt gemacht und du schenkst uns alles, was wir brauchen,
um so zu leben wie du. Danke, Jesus. Amen.